Hi. Ich habe ja letztens schon ein Video über Querdenken gemacht und das hat tatsächlich erstaunlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Dann habe ich gedacht, okay, cool, Menschen hören mir zu und dann könnte ich noch mehr reden. Yay! Und deswegen wollte ich jetzt darüber sprechen, warum ich dieses Privilegien für Geimpfte oder Rechte Rückgabe für Geimpfte ein bisschen problematisch finde. Bevor jetzt jemand kommt mit, du bist hier nur neidisch, ich hatte Corona und habe auch schon die erste Impfung bekommen. Und wenn deshalb, also ich hatte erste Impfung, habe dann 2 Tage später oder so Corona bekommen. Das heißt, war die Impfschutz halt noch nicht vollständig. Deswegen warte ich jetzt auf die zweite Impfung. Aber ich bin auf der Warteliste. Es hat also nichts mit Neid zu tun, sondern es geht darum, dass ich das weder wirklich sinnvoll finde, noch finde ich es richtig aus moralischer Perspektive. Natürlich kann man jetzt juristisch argumentieren, aber ich bin keine Juristin. Ich bin ein Mensch und deswegen werde ich aus meiner moralischen und logischen Perspektive jetzt versuchen zu erklären, warum ich die Idee von Impfprivilegien und sowas nicht gut finde. Das, was unsere Bundesregierung momentan vorhat, ist ja grob zusammengefasst: Geimpfte und Genesene dürfen fast alles wieder machen. Nur müssen sie halt eine Maske tragen. Yay. Jetzt also zu meinen Gründen, weswegen ich das für keine so gute Idee halte. Erster Grund: Nicht alle Menschen können geimpft werden. Ich meine, abgesehen davon, dass manche Menschen zu jung sind oder eben nicht in den Zielgruppen drin sind, weil sie zum Beispiel jung sind, so, also nicht zu jung für die Impfung, sondern einfach, dass der Virus kein Risiko für sie darstellt oder so, gibt es auch Menschen, die wegen Allergien oder so nicht geimpft werden können oder zum Beispiel, weil sie Autoimmunerkrankungen haben. Und für diese Menschen ist eine Herdenimmunität natürlich essentiell. Das heißt aber auch, dass diese Menschen, bevor es nicht einen so großen Impfschutz in der Gesellschaft gibt, dass sie vor dem Virus geschützt sind, sie quasi von der Gesellschaft sich isolieren müssen. Und das ist blöd für diese Menschen. Wirklich blöd. Ich meine, wir haben es ja letztes Jahr schon wirklich alle zurückgehalten können, das deswegen alle nachvollziehen. Und jetzt mal angenommen, Jugendliche. Einfach junge Menschen, die sich sicher sind, dass der Virus für sie keine Gefahr darstellt. Diese jungen Menschen sind so, yo, ich hab Bock, mich mit meinen Freunden zu treffen. Vielleicht auch zu siebt. Wir sind alle nicht geimpft. Warum auch? Wir sind Studenten oder SchülerInnen oder keine Ahnung. Und dann trifft man sich ja trotzdem, weil man sich denkt, yo, ich sehe hier die ganze Zeit Geimpften zu, wie sie in Biergärten sitzen. Kann ich mich doch auch mit meinen besten Freunden mal treffen? Und dann trifft man sich. Und vielleicht denkt man sich dann noch, yo, eigentlich wäre es doch sogar ganz geil, wenn ich mich jetzt anstecken würde. Dann könnte ich danach doch wieder normal rausgehen. Müsste mich nicht ständig testen lassen und könnte eigentlich wieder machen, was ich will. Und dann trifft man sich danach halt vielleicht auch mal mit 15 Leuten, weil warum auch nicht? Letztendlich wird nämlich damit ja Genesung belohnt, aber indem Genesung belohnt wird, wird auch Ansteckung belohnt. Und gerade für Menschen, die sich sicher sind, dass dieser Virus kein großes Risiko für sie darstellt, ist es natürlich verlockend zu sagen, ja, dann stecke ich mich halt an. Ist mir auch egal. Dann ist es ihnen halt egal, dann trifft man sich halt so und hat Spaß und yay. Dazu kommt auch, dass einige der genesenen Menschen, wie gesagt, wenn Ansteckung belohnt wird, beziehungsweise von denen, die jetzt schon genesen sind, haben sich ja einige auch angesteckt, indem sie zum Beispiel sich eben nicht an Kontaktbeschränkungen gehalten haben, indem sie auf illegale Corona-Partys gegangen sind oder indem ihr Chef so war, yo, geht jetzt mal alle arbeiten. Masken? Was? Nee, haben wir nicht, können wir nicht zahlen. Nimm einfach Stoffmasken. Und dann saß man in einem riesigen Raum zusammen und hat sich da vielleicht angesteckt. Es gibt relativ viele Menschen, die sich eben auf Arbeit oder auch in Schulen angesteckt haben. Und dieses Verhalten der Bundesregierung, aber auch dieses Verhalten von Konzernchefs oder auch von verantwortungslosen Schulleitungen, die zum Beispiel nicht gewährleistet haben, dass Schüler Abstand halten können, wird ja letztendlich belohnt, wenn diese Menschen danach sich nicht mal mehr in Kontaktbeschränkung halten müssen. Dazu kommt auch, dass, wie gesagt, für viele Jugendliche stellt der Virus kein großes Risiko dar. Oder generell für junge Menschen. Aber eben für die älteren Menschen, die jetzt geimpft sind. Für diese älteren Menschen haben die Jugendlichen sich eingeschränkt. Oder jüngere Menschen, gesündere Menschen haben
haben sich für diese Menschen eingeschränkt. Und das ist richtig so, weil wir sind eine solidarische Gesellschaft. Wir schützen einander und wir passen aufeinander auf. Also im Ideal. Jetzt sind diese Menschen aber sicher, weil sie geimpft wurden. Und jetzt sind die Jugendlichen die, oder die jüngeren Menschen, gesündere Menschen, whatever, sind die, die zu Hause bleiben müssen. Und das ist unfair. Meine Freunde und ich haben uns jetzt für ein Jahr lang eingeschränkt. Mit ganz vielen anderen auch. Weil es richtig ist, dass wir solidarisch sind mit denen, die wir schützen müssen. Den vulnerablen Gruppen, die jetzt eher geschützt sind. Aber wenn diese Gruppen jetzt wieder Partys auf Sylt feiern dürfen oder in Konzerte gehen, dann mindert das nicht nur die Moral von den übrig gebliebenen Menschen, die jetzt eben noch weniger motiviert sind, sich an die Abstandsregelung und so zu halten. Es ist auch wie ein Hohn für all die, die, obwohl sie jung waren, obwohl der Virus für sie keine Gefahr darstellt und zum Teil sogar ihre Existenz verloren haben, weil ihre Geschäfte pleite gegangen sind, dass sie ihren Job verloren haben, dass sie total gestruggelt haben, weil sie zusätzlich zur Uni vielleicht jetzt auch noch um ihr Überleben kämpfen mussten, weil sie kaum noch genug Geld bekommen haben. Für diese Menschen ist es doch jetzt wie ein Hohn, denn wir sagen, ja, aber die alten kranken Menschen sind jetzt sicher. Das heißt, die können jetzt wieder raus und machen, was sie wollen und ihr bleibt mal bitte zu Hause. Weil wir können es uns nicht leisten, dass der Virus sich jetzt stark in der Gesellschaft ausbreitet, weil dann würde es zu mehr Mutationen kommen, was man ja in Indien und Brasilien und Afrika und so gesehen hat. Und auch in den UK, dann kommt es zu mehr Mutation. Und am Ende würde der Impfschutz vielleicht nicht mehr wirken, weil der Virus so stark mutiert ist. Dementsprechend, natürlich schützt man jetzt auch die vulnerablen Gruppen, wenn man zu Hause bleibt, Abstand hält und sich von seinen Freunden fernhält, weil Mutationen blöd sind, wenn am Ende die Impfung nicht mehr gegen sie wirkt. Und ein weiterer Punkt, den ich ansprechen wollte, ist, dass viele Menschen Impfungen über Kontakte bekommen. Am Ende würde, wenn Impfungen so stark belohnt werden, dass sie ja letztendlich nicht nur bedeuten, okay, ich kann mich nicht anstecken, ich bleib gesund, freue ich mich drüber, sondern auch heißen, ja, ich kann wieder auf Partys gehen, ich kann wieder auf Konzerte gehen, ich kann wieder einkaufen gehen und so. Das würde ja am Ende auch heißen, dass es noch einen viel stärkeren Konkurrenzkampf um diese wenigen Impfungen gibt. Weil Impfungen sind noch immer ein rares Gut. So haben wir super viel AstraZeneca, auch in meiner Arztpraxis. Und wir können letztendlich jeden, der möchte, bei uns mit Astra impfen. Also halt von unseren Patienten und halt dem Kontaktkreis, der bei uns ja auch Patient ist. Aber das heißt auch, dass letztendlich Kontakte super wichtig werden. Es gibt ja wahrscheinlich so schon einen Schwarzmarkt für Impfungen. Ich meine, es gibt sogar einen Schwarzmarkt für die Chargenklebchen, weswegen ich sie immer zerreißen muss, bevor ich sie wegwerfe. Ein bisschen nervig. Aber wenn es dann auch noch im Konkurrenzkampf um Impfungen geht und es vieles nur noch über Kontakte geht, dann wird das nicht Solidarität fördern, sondern Egoismus. Und Egoismus sollte man nicht belohnen mit Freiheiten, sondern sollte man sagen, hey, was sagt es über eine Gesellschaft aus, wenn wir nicht zusammen diese Krise bewältigen können, sondern wenn wir am Ende aus Wahlkampfzwecken sagen, okay, ja, wir geben da jetzt einen Fick drauf. Wenn dann letztendlich fühlt es sich zumindest für mich so an, dass da ganz viel Wahlkampf eine Rolle spielt. Und generell, es ist alles scheiße. Aber ich finde, das sagt super viel über unsere Gesellschaft aus, wenn wir am Ende sagen, okay, wir schaffen das gemeinsam. Denn ich meine, wir haben diese Pandemie bisher gemeinsam bestritten. Solidarisch, weil wir auf einzelne Leben achten. Und weil es wichtig ist, dass alle gesund sind, alle überleben. Und es gab immer wieder Momente, die schwer waren. Und das ist für bei uns allen so. Ich meine, ich bin im zweiten Semester und ich war noch keinen einzigen Tag in der Uni und hatte noch keine Vorlesung, kein Seminar in Präsenz. Ich habe keine Person an meiner Uni, die ich irgendwie mal persönlich getroffen habe, also aus meinem Studiengang, weil, wie auch. Aber das ist es mir wert, weil ich weiß, dass Menschenleben auf dem Spiel stehen und die Gesundheit von Menschen. Und diese stehen auch auf dem Spiel, wenn wir jetzt lockern oder wenn die Moral der Bevölkerung sinkt, dadurch, dass Menschen einander dabei zugucken, wie Menschen, die eben geimpft sind, jetzt plötzlich wieder auf Partys gehen und im Biergarten gehen. Und ja, ich habe auf Biergarten gesagt. Weil das ja auch ein tolles Argument von unseren Politikern ist. Yay, wir gehen alle in den Biergarten. Cool. Cool. Ich bleib trotzdem zu Hause. Peace out.